Grüß Gott miteinander vom Faistenauer Schafberg. Ich nehme euch heute mit auf eine wunderschöne Frühlingsrunde in der Osterhahngruppe. Viel Spaß dabei! Beginnt in der Tiefbrunnau bei der Haltestelle Döllerstraße. Genau diese Straße marschieren wir jetzt auch einmal ein Stückchen hinauf. In 20 Minuten geht es einmal asphaltiert dahin, dann zweigt nach halb rechts eine Forststraße ab und auf der marschieren wir weiter bergauf in Richtung Leubersbacher Höhe. Kurze Zeit später kommen wir dann an einen Wegweiser, wo es geradeaus weiter hinauf geht Richtung Leubersbacher Höhe und Faistenauer Schafberg. Für uns geht es aber da halb rechts zuerst an einem Parkplatz entlang und dann auf einer anderen Forststraße unmarkiert weiter in Richtung Stegeralm. Insgesamt eine knappe Dreiviertelstunde bin ich unterwegs. Dann gabelt sich da die Forststraße und wir wählen den linken Abzweiger ein bisschen steiler hinauf in Richtung Stegeralm. Ziemlich genau eine Stunde bin ich jetzt unterwegs. Da konnte man oberhalb von einer Jagdhütte an eine wunderschöne Lichtung und kann da von der Forststraße links auf einen kleinen Trampelpfad abzweigen. Kommt da auf direktem Weg hinauf zur Stegeralm, deren Dach man da oberhalb von dem Muggel schon sieht. Bei der Stegeralm findet man dann auch einmal wieder eine Markierung und an schon leicht verwitterten Wegweiser, an dem man sieht, hier gängen nicht allzu viele Leute. Einen etwas neueren Wegweiser gibt es auch, der zeigt zur Pilsteinhütte, da wollen wir aber nicht hin. Für uns geht es da geradeaus in Richtung der nächsten blassen Markierung auf einem Waldpfad weiter in Richtung Leubersbacher Höhe. Musik.
2 Stunden reine Gehzeit hat es jetzt gebraucht. Dann sind wir hier oben angekommen am Gipfelkreuz der Leubersbacher Höhe und genießen da schon einmal einen wunderschönen Blick hinüber über die ganze Osterhorngruppe hinweg zum Dachstein. Da direkt gegenüber Gennerhorn, Gruberhorn, Regenspitz, dahinter das ganze Tennengebirge, Hagengebirge, dahinter sieht man die Mandelwend und den Hochkönig, Vordergrund Schmittenschnorr, Schlenken, dahinter den gesamten Kuchler Kamm und den Hohen Göll, rechts dahinter Watzmann, Hochkalter, die Steinberge. Geradeaus durch der Untersberg. Funkturm vom Geisberg sieht man da. Und da hinunter zum Fuschelsee, hinüber zum Feistenauer Schafberg, da geht es nachher noch hinauf. Und über den Schober- und Frauenkopf hinweg. Da geht es schließlich hinüber zum Schafberg. So, nach ausgiebiger Frühstücksrast auf der Leubersbacher Höhe geht es für mich jetzt auf markiertem und beschildertem Pfad hinunter in den Sattel zur Oberwiesalm. Und dann da gegenüber hinauf zum Feistenauer Schafberg. Noch knapp 10 Minuten stehen wir unten im Sattel bei der Oberwiesalm, schauen noch einmal zurück auf die Leubersbacher Höhe. Und jetzt geht's durch Wald und Wiese hinauf zum Feistenauer Schafberg. Sportliche Minuten sind es von der Leubersbacher Höhe hinüber zum Feistenauer Schafberg und auch das zahlt sich aus. Schaut euch das Panorama bitte schön an. Thank you.
Nach ausgiebiger Rast am Gipfel geht es jetzt bis zur Oberwiesalm auf dem gleichen Weg wieder zurück. Ja, und nach nicht einmal 20 Minuten Abstieg sind wir auch schon wieder bei der Oberwiesalm angekommen. Von geradeaus von der Leubersbacher Höhe sind wir hergekommen. Rechts könnten wir wieder durch den Döllerer Wald absteigen. Für uns geht es aber jetzt beim Wegweiser links in Richtung Keflau hinunter. Minuten unterhalb von der Oberwiesalm landen wir dann auf einer Schotterpiste und die stapfen wir jetzt an der Hatzenalm und an der Schafbachalm vorbei, talauswärts in Richtung Tiefbrunau zurück. Ganz talauswärts muss man aber nicht schodern, sondern man kann markiert links abzweigen auf den Märchenweg. Und damit auf einem wesentlich angenehmeren Pfad Richtung Talausgang stapfen. Diese Stelle sollte man sich merken. Einerseits gibt es da einen schönen Blick zurück auf den Weißnauer Schafberg. Da kommt dann jetzt Bachel hinunter. Da geht die Schotterpisten weiter und unmarkiert. Zweigen wir jetzt da links hinunter in Richtung Tiefbrunau. Keflaubrücke, das ist nämlich unsere Haltestelle, wo wir wieder in den Postbus einsteigen werden. Ja, damit ist auch schon wieder Zeit für ein Fazit. Die Runde über die Stegeralm, die Leubersbacher Höhe, den Feistenauer Schafberg und die Schafbachalm ist eine ganz schöne Frühjahrswanderung. Kann man auch mit der ganzen Familie gehen. Sollte dann allerdings entsprechend Zeit einplanen und vielleicht im Vorfeld checken, ob die Almen auf der Oberwiesalm geöffnet haben. Das haben sie natürlich jetzt im April noch nicht. Gut 14 Kilometer ist man unterwegs, macht knapp unter 1000 Höhenmeter im Auf- und Abstieg und braucht dafür, wenn man recht sportlich unterwegs ist, knapp 4 Stunden reine Gehzeit, als Familienwanderung entsprechend länger. Ich hoffe, euch hat die Tour so gut gefallen wie mir. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben oder ein Abonnement. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar da lassen. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal wiedersehen. In diesem Sinne,
Bleibt gesund, macht es gut, führt euch bis demnächst.